Moin Leute, willkommen im Budelland. Im heutigen Video geht es um ein Tablet. Und zwar hat mich Vast King kontaktiert, ob ich nicht mal Interesse hätte, deren M10 ThinkPad zu testen. Und das haben sie mir geschickt, inklusive eines Docking-Keyboard-Cases. Und Kostenfaktor sind da so um die 200 Euro plus. Gibt es, glaube ich, auch momentan noch nicht in Deutschland, sondern in Deutschland gibt es noch den das K10-Tablet, das ist quasi der Vorgänger und ja, ist wie gesagt ein Android-Tablet und das Ding werden wir uns heute mal anschauen. Fangen wir erstmal mit der Verpackung an. Was erwartet uns denn hier so? Vast King M10. Nochmal M10. Und hier haben wir noch ein bisschen Spec-Informationen. Das ist wie gesagt, mit Android 11 wird es ausgeliefert. 10 Watt laden, Octa-Core CPU, weiß ich gerade gar nicht, vermutlich wird es irgend so ein Helios oder irgendwas gedöns sein. 10,36 IPS Display, hier auch gleich der Hinweis, das ist ein Tablet mit einem eingebauten LTE Modem. Das Ding könnt ihr also auch unterwegs benutzen. 128 GB internen Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher sind hier drin. USB-Kabel, Adapter, 2,45 GHz WLAN, okay. Gut, gucken wir doch mal, was uns hier so erwartet. Hier hängt gleich noch ein bisschen Papier dran. Aha, das ist quasi so der Quick-Start-Guide. Aha, wenn es am Anfang nicht startet, soll man es 30 Minuten aufladen. Alles sehr chinesisch. Vielleicht noch der Hinweis, das ist jetzt die amerikanische Version. Gucken wir mal, was uns da genau erwartet. Das ist das Tablet. Ansonsten haben wir hier noch Papierkram. Wer von euch schaut sich bei seinem neuen Tablet eigentlich das User-Manual an? Also in Farbe auf jeden Fall. Englisch haben wir hier. Deutsch haben wir vermutlich nicht hier. Spanisch. Oh, doch, Deutsch haben wir auch. Deutsche. Supi. Dann haben wir hier noch Garantieverlängerung. Na, die haben wir ja in Deutschland so oder so. Dann haben wir noch ein SIM-Eject-Tool, wie das hier aussieht. Genau. Also es gibt wohl keine eSIM, sondern wohl eine physikalische SIM. Okay. Need more help. Ah ja, hier ist immer eine kurze Anleitung des Funktionsumfanges. How to insert the card. Okay. So, dann haben wir hier noch ein USB-C-Kabel. Sieht 0815 aus. Und noch ein Netzteil haben wir hier. Und dann ist schon mal gut, dass es einfach USB-C ist. Da kann ich das mit jedem x-beliebigen Ding laden. Das ist jetzt ein 2 Ampere Netzteil. Also 10 Watt gehen damit. Mehr geht aber auch nicht. Also wenn ihr ein schnelleres Gerät habt, keine Ahnung, ob das Tablet dann auch schneller geladen wird. Verpackung legen wir mal zur Seite und gucken uns mal das Tablet aus der Nähe an. Okay. Was haben wir denn hier? Hier oben haben wir Lautsprecher, sieht aus wie ein Mikrofon, An-Taste, noch eine Taste und hier an der Seite ist noch das SIM-Tool, der SIM-Slot, ein USB-C-Port haben wir hier noch und unten haben wir auch noch Lautsprecher und noch einen Connector für das Keyboard. So sieht das ganze Ding von hinten aus, Kameramodul, Vast King, so unterschiedlicher Farben, aber das ist jetzt alles glatt, also hier ist jetzt nichts irgendwie rau oder so. Und gucken wir da mal, ob das Ding Strom hat. Vast King ThinkPad M10. Ach ja, hier ist noch eine Folie, das ist also noch nicht zerkratzt, sondern das ist die Folie. So, wie gesagt, das soll ausgeliefert sein mit Android 11. Schauen wir uns, was hier erwartet. Okay, und hier haben wir, glaube ich, erstmal die ganz normale Standardeinrichtung und das sollte ja ziemlich egal sein. Gut, eine SIM-Karte haben wir gerade noch nicht drin. Akku ist auch aufgeladen. WLAN haben wir hergestellt. Du kannst festlegen, ja, das können wir ja von der... Wir kopieren mal nichts, wir gucken mal uns ein nacktes Gerät an und gucken mal, was da so an Bloatware drauf ist und ob da überhaupt irgendwas drauf ist. So, da sind wir auch schon. Das ist jetzt die finale Einrichtung. Ging jetzt eigentlich auch ganz fix. Die üblichen Google-Apps sind hier drauf. Gucken wir mal, ob sonst noch irgendwas drauf ist. Ein UKW-Radio ist hier sogar drauf. Schön. Ansonsten sind hier jetzt hier keine Bloatware-Apps oder sonst was drauf, was auch schon mal sehr gut ist. Dann starten wir mal YouTube.
So, dann sind wir auch schon in YouTube. Gehen wir in meine Videothek und gucken mal, wie sich das anhört. Moin Leute, willkommen im Bruderland. Im heutigen Video gibt es euch ein bisschen was zu labern. Und zwar habe ich mir jetzt gerade von Fossil die 6. Generation ihrer Smartwatches bestellt. Hier sind 4 Lautsprecher drin. Ich gucke mal, was für eine Lautstärke wir haben. Es ist schon sehr laut. Machen wir mal 50%. Das ist jetzt die erste Smartwatch, die mit einem 50% ist relativ leise. Das Bild selber sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Aber also beim Lautsprecher merkt man schon, da muss man Abstriche machen. Also gerade, ich habe ja als Vergleich mein iPad Pro von Apple und da sind die Lautsprecher natürlich Bombe. Wie gesagt, Ton hatten wir jetzt gerade. Gucken wir uns mal die Kamera an. Kamera. So. Okay. Ja. Ist jetzt nichts Besonderes. Für so ein paar Schnapper wird es wahrscheinlich reichen. Aber ihr seht schon, das ist schon etwas überbelichtet. Guck mal, was die Selfie-Cam kann. Kann die überhaupt was? Für die eine oder andere Videokonferenz wird es vermutlich ausreichend sein, aber erwartet hier kein Hightech-Bild. Also ich weiß gar nicht, was für eine Kamera, also das ist glaube ich kein Google-Kamera, was hier drauf ist, das ist wohl eine eigene Kamera. Ansonsten, performance-technisch jetzt so erstmal in Ordnung. Ich habe jetzt natürlich noch keine Games oder sonst irgendwas gespielt. Aber das werde ich mir natürlich einfach nochmal im Laufe der nächsten Zeit anschauen. Gucken, inwieweit das Ding erstmal überzeugen kann oder nicht. Was auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, ist, dass die Lautsprecher eher unterdurchschnittlich sind. Aber wir gucken uns jetzt auf jeden Fall noch das Keyboard an. Kommt einem vielleicht irgendwie bekannt vor. So, und das kommt dann her. Solide ist es auf jeden Fall. Tablet packen wir mal hier rein. So. Pins sind drin. Ich weiß gar nicht, warum sich das hier hinten jetzt öffnet. Soll das so... Ach, das ist der Ständer hier hinten. Okay, also das hier hinten ist der Ständer. Stellen wir mal hin. Ein Touchpad haben wir auch, schön. Hier ist natürlich jetzt hier die US-Tastatur, wie ihr sehen könnt. Aber... Touchpad ist dabei. Alle möglichen Funktionstasten. Ja. Ist ein bisschen klein. Ist wahrscheinlich gewöhnungsbedürftig. Aber fühlt sich jetzt erstmal in Ordnung an. Ob das wirklich in ein vollwertiges Notebook ersetzen würde, das muss ich mir mal anschauen. Aber Touchpad ist auf jeden Fall groß genug, dass man es nutzen kann. Das war so mein erster Eindruck zum KingPad M10. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ich werde es jetzt demnächst einfach mal parallel zu meinem iPad nutzen. Und mal gucken, wie das so im Daily Doing ist. Und ja, wie gesagt, ich habe bei einem Gerät dieser Preisklasse keine Erwartungshaltung, aber ich war schon mal froh, dass da jetzt erstmal reines Android drauf ist und keine sonstige Bloatware und sowas. Das war's von meiner Seite. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.